das geht jetzt einigermaßen. Aber trotzdem, dieser ewig währende Kampf. Ja gut, wenn wir wieder im Laden wären. Oh, der wiegt viel. Dann wäre das schon mal 4,1577 an Gewicht weniger. Oh, ganz unten ist das Ding. Oh, Schmarrn. Also sobald das steigerbar ist, das bitte steigern. Und dann das und alles andere holen wir später, egal wie toll das ist. So, wir wollten uns hier umgucken. Ja. Nach den restlichen Skeletten, richtig? Ashlyn hat kurz gedöst und irgendwie ist mal zwischenzeit ein paar Tage gegangen. Ich höre hier noch Viehzeug. Ja, da, so. Und das neue Schwert weiter ausprobieren. Na komm. Eins. Ah, ganz knapp gehen zwei. Gehen zwei Schläge, bevor das Ding piekst. Ah. Ich habe das Gefühl, von denen gibt es später auch eine Spuckvariante. Also deren Torso sieht so aus, als wenn da irgendwas ausgebrochen kommen könnte, später mal in der stärkeren Version. Genauso wie bei den Skeletten ja auch schon die Schwertkämpfe, die Speerkämpfe haben und den mit dem Flegel. Also es ist eben naheliegend, dass es vielleicht von allen Gegnerarten so höhere Versionen gibt. Und bei der Spinne ja auch. Da hatten wir die normalen Spinnen und die Brutmutter. Und ich kann mir halt echt gut vorstellen, dass die Brutmutter später eine normale Spinnenart wird, auf die man regulär trifft, und wurden auch mehrere von einem auf einmal abbekommen. Hier das zu Ende. Ha, 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 ha. Ja, ich sehe dich. Oh. Vielleicht hier drüben auch noch. Nee, okay. Haha, ich habe etwas gefunden, was ich schon kenne. Oh, ist das halt. Und neue Fähigkeiten bekommen die höheren Varianten ja auch. Also die Brutmutter hatte ja auch eine Giftwolke und kein Giftpfeil. Also vielleicht, ne, bei den Wespen und so. Ich will später nur sagen können, ich hab's gesagt. Darum geht es hier. Oh, ich höre noch eine. Na gut, das zweite war ausgewichen, da kann Ashlyn ja nichts für. Spinnen sind halt recht agil. Ja, es ist ruhig. Alten Fokus. Oh, war da eine. Hä? Du bist leer. Wir haben nicht zufällig noch einen Goldschlüssel. Okay. Oh. Auftrag erfüllt? Der Ring ist also gemein. Nicht irgendein anderer, den wir gefunden haben. Okay, und hier wären jetzt noch drei Goldkisten. Das
wird Gerozumpf bestimmt falsch verstehen. Aber gut. Noch 3 Goldkisten. Also es soll natürlich Goldschlüsselkisten heißen, was wäre dann viel zu lang gewesen und wären über den Raum rüber gelappt. Und, ja. Also Goldkisten. Da weiter rum auf der Suche. Weiter nach den Skeletten. Das ist doch gerade unser Auftrag, richtig? Also das und der Ring. Aufträge. 2 von 6, ja. Stecken sie irgendwie. So, und Ashton läuft jetzt nicht mit der Karte vor der Nase in der Gegend rum, weil man dann etwaige Geheimschalter, die man schon kennt, nochmal nicht finden könnte. Oder halt auch neue Geheimschalter irgendwo finden könnte. Deswegen lieber so. Lieber mit halbwegs offenen Augen. Oh, hallo. Die Wege nochmal abklappern, anstatt mit der Karte vor der Nase in der Gegend zu laufen und nichts zu finden Neues. Ja, du bist ein Questgegner. Jetzt nochmal 3. Von 6 waren das, ne? Nur die Mutigsten können diese Tür öffnen. Ja, da mussten wir die... Was? Im Dunkeln die Gefängnistüren öffnen. Also ich höre eine Spinne und was anderes. Untotes. Das ist Untote. Und noch eine Spinne. Was ist hier los? Du hältst mehr aus als deine Kumpel. Du bist kein Quest-Skelett. Ne, war kein Quest-Skelett. Schönen Reihe schalten, das ist super. Das war ein klein wenig risikoreich, weil, ne? Die beiden hätten sich ja absprechen können, aber. Nee. Oh, da ist noch einer. Also, Skelett da hinten. Ja, komm, mehr Gegner. Blutrausch. Also eventuell schaffen wir es hier auf dieser Etage, das wäre auch schon recht angenehm. Denn hier in alten Gefilden nicht so lange rumzusuchen. Denn Ashen würde schon ganz gerne in den großen, großen Turm rein. Also einmal, weil es da bestimmt super Beute gibt. Aber auch, um halt rauszufinden, was mit der Schwester passiert ist. Und es ist sehr wahrscheinlich auch wärmer da. Weil in den Bergen ist es schweinekalt. Und hier drin ist es auch nicht sehr viel besser. Weil es sind halt Steingemäuer und die werden nicht wirklich gut befeuert. Ein paar Fackeln hier und da helfen nicht wirklich. Da müsste schon alle 5 Meter ein Kamin sein, damit es warm wird. Und mit Abzug ist hier nicht so wirklich. Boink. Achso, das sind die, die auch nach hinten blocken können. Ja, das sind super Skelette. Ah, noch ein Stab. Komm schon. Nicht. Ja. So, dann halt mit noch einem Stab. Ich höre da was. Da waren wir doch gerade schon. Hier muss was sein. Irgendwie. Ha. Jetzt höre ich auch was. Ist hier ein Rundgang einmal rum? Hm. Hier habe ich einen Teleporter. Da ist was.
Jo, ist da. Heißt allerdings auch, dass der Weg dorthin nicht hier sein muss. Also nicht irgendwie eine Illusionswand oder ein Geheimschalter oder was. Weil das sind Teleporter. Der Teleporter kann von überall aus dahin führen. Das wird mit dem Dunkelrätsel zu tun haben, oder? Das sollte jetzt für die Tür sein. Da, wo eben gerade dran stand, nur die Mutigsten können, bla bla bla. Ich deaktiviere mal beide Schalter wieder. Geh langsam vor. Guck nach Knöpfen. So, beide sind jetzt in der Ausgangshaltung. Also oben ist meistens Ausgangshaltung. Ausgangsposition. Ob das jetzt, also sollte die Tür im Eingangsbereich schließen. Meine Hoffnung ist jetzt halt, dass es trotzdem dadurch irgendwie noch einen Teleporter aktiviert. Oh, man wird es auch wabern hören und da ist auch nichts gekommen. Laufen. Ist die Tür wirklich zu? Ja, sie ist wirklich zu. Oh, vielleicht müssten wir alle Fackeln hier auf der Etage ausmachen. Wenn das überhaupt hier war mit der Dunkelheit, aber ich glaube schon. Dann nutzen wir doch mal das Ding hier vorher. Und lagern den Hammer. Das Ding. Du wiegst auch 2,5. Verkaufswert 8. Kann man ja zerstören. Ja, also ich brenne oder stirb. Also, Ashlyn hat sich jetzt in den Kopf gesetzt. Warum auch immer. Dass sie der Stimme folgen soll und alles an Licht löschen, was sie kann. Also die Dinger hier leider nicht. Was eigentlich schon mal dagegen spricht, dass es mit dem Rätsel irgendwas zu tun hat. Vorher sollte sie vielleicht überprüfen, ob hier wirklich das Rätsel war oder ob es eine Etage höher oder tiefer war. Dafür müssen wir aber erst wieder die beiden Hebel runterdrücken. Ich bin gerade aufgezuckt, weil ich dachte, oh, taktisches Runterspringen. Aber taktisches Runterspringen ändert nicht die Etage. Das kennt man ja aus anderen Spielen ein bisschen anders. Aber hier, wenn man in der zweiten Etage runterfällt, dann hat man wieder in der zweiten Etage, nur halt in einem anderen Bereich. Was gewöhnungsbedürftig ist, aber nicht. Deswegen ist es nicht mehr wirklich das taktisches Runterspringen. Also man legt die Karten nicht übereinander, sondern muss es denn hier so verschieben, dass man sagt, okay, B ist jetzt da, da ist B. Das heißt, wenn ich ein, zwei Felder weiter runter springe, dann komme ich da raus. Nee. So, ja. Ist halt nicht dieses Feeling wie damals mit kariertem DIN A4-Papier, das man übereinander gelegt hat. Und geguckt hat, wo man denn runterfallen müsste, um da und da zu landen. Also, ach ja. So, also wir suchen nach einem Hinweis, dass man auf dieser Etage das Licht ausmachen soll. Und nebenbei weiteren Schaltern. War nur eine Sackgasse, ne? Ja.
Ah, schaut nicht gut aus. Und ich hab's verwechselt. Das war nicht auf dieser Etage, das war dann auf der anderen. Das heißt, hier jetzt irgendwelche Fackeln wegzunehmen, bringt leider gar nichts. Stört mich jetzt aber schon ein bisschen, dass wir da nicht hinkommen. Oh, vielleicht ein Mega-Secret. Dass wenn man alle Goldschlüssel da benutzt, wirklich jede Truhe öffnet, dass dann erst sich einen Weg frei macht. Doch! Doch! Au, au, ja. Sorry, Ashlyn. Aber, Ja. Genau, das war ich, mit dem überall gegenlaufe. Aber mir ist jetzt eingefallen, dass es doch diese Etage war mit dem Dunklen. Also ich hätte nur ein, zwei Schritte weitergehen müssen. Die Nachricht ist hier unten. Das heißt, wir laufen jetzt komplett wieder zurück bis zu H, also der Treppe mit der H-Markierung. Fallen dabei nicht. Sind die Fallgruben? Wo führen die Fallgruben hin? Dahin, oder? For Science. Ja. Ah, und tot. Keine Quest und Toten. Armer Kerl. Hat seinem Land gedient, ist gestorben und jetzt wird er von irgendwelchen Abenteuern verarscht. So, also, das war jetzt X, das heißt, zwei Felder runter würde dann da landen, zwei Felder links würde da landen und die Felder sind alle abgelegt. Also es ist nichts da, wo man irgendwo Besonderes runterfällt. Okay. Hier war irgendwo an der Wand. Ah, nee. Genau, F. Es war doch nicht hier. Ich habe das mit einer anderen dunklen Ecke verwechselt. Weil ich dachte, der Raum wäre das gewesen. Dann ist hier irgendwo eine Markierung gewesen und dann dunkel, bla bla bla. Nö, das war das mit den Kreisen. Das waren drei überlappende Kreise und da stand was von wegen Dunkelheit. Aber das ist nicht hier. Das ist eine Etage weiter unten oder oben. Schade. Ja. Also da können wir uns natürlich auch nochmal umsehen, weil das Rätsel wurde auch noch nicht gelöst. Aber es wird uns nicht helfen, hier in den Bereich im Westen zu kommen, den Ashlyn hören konnte, aber noch nicht weiß, wie sie da hinkommt. Auch keine besonderen Schalter, kein gar nichts. Das ist echt nur ein Auffangbecken fürs Runterfallen und noch ein Gegner hier, der auch Erfahrungspunkte gibt, ist auch alles schön und gut, aber nichts Neues. Na gut. Dann passiert jetzt folgendes. Ashlyn läuft jetzt den ganzen... Sie läuft jetzt den ganzen Weg wieder zurück und geht dann nochmal runter. Vielleicht ein wenig zu gründlich jetzt, aber wenn wir schon mal hier sind, warum denn nicht? Das wäre dann falsche Richtung. Was ist hiermit?